Leute, hier von hinten jetzt im Prinzip so ein Fangsack reingeklebt, ringsum zugeklebt. Ich hoffe, dass das ja so weit dicht bleibt. Und jetzt klebe ich die andere Seite ab. Und dann geht es eigentlich schon hardcore-mäßig los. So sieht das ganze Konstrukt nun aus und ich werde jetzt gleich einmal anfangen mit den ersten Testschnipplern. Hier mit dem Dremel, mit dem neuen. Ja, und dann gucken wir mal. Dann sehen wir schon. Muss definitiv der Staubsauger mit angemacht werden. Dass der, ja, der Staub hier nicht so extrem rumfliegt. Ja, und da warte ich jetzt, bis Spatzel wieder da ist. Die ist hier kurz mal ins Nebenzimmer. Und ja, dann schneide ich das komplett raus. Tja, ich würde mal sagen, es geht voran. Ich brauche bloß einen Schlitzschraubenzieher. Dann können wir das erste Teil hier rauspopeln. Tja, und mein Staubfangsäckle da drin hat richtig schön den Dreck aufgefangen. So wie gewünscht. Schauen wir mal da rein. Hau da ruck. Jawohl. Und Spatzel steht natürlich nebendran mit dem Staubsauger und saugt das ganze Zeug gleich weg. Hier muss ich jetzt bloß aufpassen, dass ich hier mein Säckle nicht kaputt schneide. Tja, hinterher halt noch komplett raussaugen nochmal. Und ja, hoffen, dass dann alles gut ist. Ja, draußen ist es. Jetzt noch mit dem Schleifpapier schön entsraten alles. Dann ist soweit gut, hätte ich mal gesagt. Dann muss man hier erst einmal ordentlich sauber machen, dass kein Dreck mehr rumflackt. Und dann geht es eigentlich schon weiter. Kabel rein, Netzteil rein. Puh. Und dann sieht das Ganze doch so aus, als ob das irgendwann doch einmal vielleicht noch fertig wird. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann einmal doch noch zum Netzteil komme, wo ich so ein Sichtfenster brauche. Naja, erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Ja, langsam wird's. Tada! Tja, und so ein Unfug, Leute, wirklich nur machen, wenn er wirklich einen absoluten Plan davon habt, und wenn ihr das drinnen macht, denkt dran, wirklich bloß, wenn ihr wirklich eine gute Frau habt, die Verständnis dafür hat und hinter euch steht, weil ansonsten ist sowas tödlich. So, muss ich bloß das Netzteil mal hier reinbringen und siehe da, ja doch, bin ich zufrieden. Besser geht es im Moment nicht. Man hätte vielleicht hier noch ein bisschen weiter oben schneiden können, aber ne, bin ich zufrieden. Sollte passen. Netzteil raus, schwarz anmalen. Ja, machen wir noch zusammen. So. Boah, ich freue mich, wenn das Ding fertig ist. Wieder mal.
Es fällt immer noch ein bisschen was raus, obwohl ich ihn ausgesaugt habe. Dann tun wir ganz vorsichtig mit einem schwarzen Lackstift ein- oder zweimal darüber pinseln und doch die Scheibe nachher, die ist ja auch leicht getönt, wird es mit Sicherheit nicht auffallen. Hier habe ich mich ein klein bisschen verschnitten, mein Gott, das passiert, das ist nun mal so, fertig. Aber ich für mich bin soweit definitiv zufrieden damit und das ist das Wichtigste. So, jetzt erstmal einmal ringsrum anmalen, trocknen lassen und gucken, ob es gut ist. Ist soweit angepinselt. Jetzt noch ordentlich trocknen lassen und dann geht es eigentlich schon weiter. Das gefällt mir gar nicht da unten. So. Genau. Dann geht es eigentlich mit dem kompletten Zusammenbau weiter, Leute. Jo. Sehr geil. Stromkabel wieder rein. Stromanschlüsse wieder herstellen. Und so weiter und so fort. Tja, dann kommt das geilste ever. Die ganzen Folien von der Grafikkarte runter machen. Folie drauf hängt. Jawohl. Da hängt auch noch eine. Die Unterseite sieht man ja eh nicht. Ich habe mir mal die Grafikkarte ganz am Anfang eine so reingebaut mit einem Adapterkabel, aber mit diesem eben Adapterkabel habe ich dann doch festgestellt, dass die Grafikkarten Leistungsverlust haben und da habe ich das Kabel ganz schnell wieder rausgemacht und damals die Grafikkarte wieder ins Mainboard rein. Einfach so hinten noch schön sauber verschrauben. Ist da unten noch eine Slotblende drauf? Scheiße, wäre vielleicht nicht verkehrt. Das sieht blöd so aus. Nochmal raus. Doch die Slotblende gehabt.
Erst einmal ein bisschen Müll weg. Ach, da liegt sie doch. HDMI DisplayPort. Ja. So. Aber jetzt. Juhu. Tja, jetzt muss ich noch die Schrauben da hinten reinzangeln. Das wird jetzt ein Spaß werden. Das wird ein großer Spaß werden, Leute. Das mache ich jetzt ohne Cam. Also die drei Schrauben. Das muss ich mich bloß noch aufregen. Freunde, rein theoretisch ist es vollbracht. Rein theoretisch. Ich werde es wissen, wenn ich sie anstecke an Strom, also das Netzteil. Den Stecker hier, den muss man ja extra fest reinstecken. Da habe ich wirklich aufgepasst und noch 20 Mal nachgedruckt. Tja. Wow. Tja, das war die Höhe von der alten Grafikkarte. Heiliges Blechle. Nee, ich glaube, da muss ich mal was anderes ausdenken. Beziehungsweise, wo ist er? Da ist er. Das ist ein Magnet. Ein bisschen raus. Nein, zu viel. Tja, dann werde ich hier die Stütze nehmen, wo dabei war. Noch ein bisschen. Ein bisschen Trümmer noch. Ich glaube, so sieht es gut aus. So, ordentlich festzangeln. Ah. Ja, ready. Ready to go. Ich mache jetzt noch die Gitter und die Siebe alles sauber, baut Front und Unterteil wieder hin, Rückseite und die Seite lasse ich jetzt noch offen, Ex-Kontrolle und ja, dann sehen wir uns unterm Schreibtisch wieder. So Leute, man könnte sagen, Glockenschlag 12 Uhr und irgendwas brummelt, die Lautsprecher, muss ich nochmal ausstecken. Stecker war nicht ganz drin. So.
Achtung, Achtung. Er startet und irgendeinen Lüfter höre ich. Unten zeigt er an, wie viel Watt er momentan verbraucht. Sehr geil. Ja, Leute, ich muss mich jetzt mit dem Ding abspielen. Hier halt bloß noch ein Lüfter drin. Den habe ich weiter vor. Und ich denke auch, dass das der Lüfter ist, wo irgendwas drin schleift. Da muss ich jetzt noch mal schnell gucken. Ja. So, Leute. Das leichte Schnarren kommt, so wie es aussieht, von der Wasserkühlung. Wahrscheinlich, weil der Rechner ein paar Mal gelegen ist, wieder gestanden etc. pp. Dass ich das Ding erst einmal durchpumpen muss. Ist allerdings jetzt auch schon wieder etwas leiser geworden. Das dauert halt jetzt ein bisschen. Ja, ich hoffe, dass es weggeht. Ja. Und ansonsten, Grafikkarte ist da. Ich aktualisiere gerade noch das Amori Quad. Also, dass alles aktuell ist hier. Grafikkarte hat er erkannt. Läuft. Ja, und ja, dann lassen wir nachher dann mal noch einen Benchmark laufen. So, Leute, ja, ich weiß, ich habe meine Kabel hier unten immer noch nicht gemacht. Aber das Geschnarre hat mittlerweile komplett aufgehört. Tja, Rechner läuft. Und ja, schauen wir uns mal den Benchmark an. So, Dale, beim TimeSpy insgesamt 27.625, Grafikpunkte 33.199 und 14.157 CPU-Punkte. Die CPU ist nicht übertaktet, läuft ganz normal. Ja, ich weiß auch nicht mehr die Werte, was ich damals gehabt habe. Blöd. Blöd, blöd, blöd. Aber, ja, so ist es halt jetzt. Ich denke, das ist so mal zufriedenstellend so. So. In Port Royal sind es 25.903 Punkte. Ja, auch im Bereich gut hier. Und ich lasse es damit jetzt für heute gut sein. 10 vor 1. Irgendwann muss Feierabend sein. Rechner läuft wieder. Gespielt habe ich jetzt noch nichts, das werde ich mal bei Gelegenheit jetzt morgen machen. Und jetzt gucke ich gerade noch, ob meine Festplatten alle da sind. Eins, zwei. Ja, sind alle da. Wunderbar, passt. Ja. Rechner soweit fertig. Rechner läuft wieder. Da hinten räume ich morgen auf, da, oder? Später habe ich heute auch keine Lust mehr. Wenn das kleine PC-Bastel-Video gefallen hat, ein Däumchen nach oben. Ich werde in nächsten Videos vielleicht irgendwie ja mal noch was dazu sagen, wenn ich mal das Ding so richtig durchgetestet habe. Aber mit einem direkten PC-Bastel-Video bin ich jetzt wieder durch. Ich bin sehr zufrieden, happy, glücklich. Jetzt gehen wir ins Bett. Gute Nacht. Tschaikowski. Bis zum nächsten Mal.